Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. So, und jetzt wird es ernst. Pizza Margarete. Nein, Margarita. Okay, wir machen Pizza. Oh, la. Aufregend, oder? Meine erste Pizza werde ich nie vergessen. Wieso? Hat die kacke geschmeckt oder was? Nicht meine beste, aber schon exquisit. Ah ja, okay. Ich warne dich. Wage es ja nicht, auf diese Pizza Ananas zu legen. Ah. Und was ist, wenn doch? Willst du mich feuern oder was? Das kannst du nicht. Das ist mein Restaurant. Pizza da unten. Okay, da machen wir noch die Kekse. Die mache ich später. Erstmal kommt Pizza dran. Oh la la, willst du eine Pizza? Oh la la. So, was haben wir denn? 180 Mehl, okay. Eins, zwei, tap. Oh, aber ganz genau. 15 Gramm Olivenöl. Naja. Oh, ein davor. Und? Nein, noch ein bisschen. So, 15. 250 Gramm Wasser. Etwas drüber. Okay. Hefe. Oh, etwas zu früh. Noch zu früh. 20, okay. Aber es hat noch gereicht. Puh, Alter, heute ist es an Hitze draußen, eh unglaublich. Sind bestimmt 18, 19 Grad und in der Wohnung mit Sicherheit genauso viel. So, jetzt hier nochmal alles schön durcheinander machen. Und dann heißt es wieder einmal rühre, rühre und studiere. So, einmal hier rum und einmal darum und dann noch einmal in die andere Richtung. Jawohl, ja. Und fertig gerührt und nicht geschüttelt. Kling. So. Das ist dieses. Jetzt kommt die Messerattacke hier wieder. Tomatensoße drüber schmieren. Schön verteilen. Einmal nach oben, einmal nach unten und dann von links nach rechts und umgekehrt. Das ist Blut. Da blutet ein Schwein. Haha. Ja, oder eine olle Jungfrau. Wer weiß davon? So, auch hier drei Kochmützen. Und jetzt wird wieder geschnibbelt. So, und was kommt auf die Tomaten drauf? Da kommt aber die Pizza drauf. Natürlich Mozzarella. Mozzarella, Frikadella, Pampanella. Was? So, eine Tomate. Jawohl, hier. Snibbel, snap. So. Gut, da habe ich einmal irgendwo zu früh gedrückt oder was. Und das gab Punktabzug. Keine drei Mützen. Naja, egal. So. Jetzt hier noch das Ganze. Einmal da drauf, einmal da drauf. Einmal hier so ungefähr, einmal dahin und einmal dorthin. So, hier sind die Tomaten. Scheiben hier so einigermaßen richtig hinlegen auf dem Punkt und so. Okidoki. Hoppala. Grüne Blätter. So, und noch ein bisschen Orgasmus. Na, wie hat das Oregano? So, ja, wie schnell soll ich denn sein, ey? Das ist ja unglaublich. Hauptsache, die schmeckt man. So. Naja, was soll's. Und jetzt schiebe ich das Ganze noch in den Ofen rein. Bei 4000 Grad oder was weiß ich wo. So. Und hier noch gedrückt. Und da noch gedrückt, aber nicht verdrückt.
zwei fehlen, aber hey, was soll's. Wenn irgendwer nächstes Mal Pizza haben will, vielleicht klappt das dann besser. Mal sehen. Klingeling. So. Die Pizza liegt da auf dem, wo auch immer, auf dem Tresen war sie gerade gewesen. Und die zwei, einmal Pizza bitte für euch. Eine XXL Pizza hier. So, habe ich gebacken. Und hier können wir auch nochmal zwei Sachen machen. Einmal das Getränk. Jabo Jabo, oder wie heißt das? Ach, Mango Lassi, genau der Hund. So, ich schneide hier mal, oder besser, ich schüle mal eine Mango-Serie ab. So, und so, und so. Jetzt sieht es aus wie eine Kartoffel. Oder Zitrone. Die ist ja auch so ein bisschen gelblich, ne? So. Okay. Ach Gott, ey, das ist draußen so eine Hitze und da wird man irgendwie schnell müde hier drin. Ich weiß auch nicht warum. War noch ein bisschen an der Luft und so. Ja. Man macht eigentlich gar nichts bei der Hitze und schon wird man müde. Hihi. Naja, so. Aber jetzt muss ich erstmal hier bald schnibbeln. Da darf ich nicht müde sein. Sonst schneide ich mir noch in den Finger, die wir hier gar nicht sehen. So. Und schnapp und schnipp und schnipp. Und noch einmal das Ganze. Eine Scheibe, zweite Scheibe, dritte Scheibe, vierte Scheibe, fünfte Scheibe und so weiter und so fort. Und noch ein letztes Mal. Und schnippel, schnapp und schnippel. Hoppala. Oh Gott. Aber es reicht noch. Das ist doch schön. So, und jetzt muss ich wieder wiegen. Wie schmeckt denn so ein Mango Lassi? Keine Ahnung. So, was gucke ist mein Kater da hinten rum. Und stopp. Oh, etwas zu früh. Okay, das ist 7 drüber. Jetzt kommt hier der Erdbeerzucker, der passt genau. So, mein Kater spielt verrückt. So, jetzt muss ich das Ganze hier wieder Mickey machen. Und mit dem Elektrostapler. Warum muss ich den rühren, der das eigentlich schon selbst macht? Aber naja. Vielleicht ist der schneller. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist die Wärme, die macht einen müde. Das ist noch gar nicht spät. Erst nachmittags. 17 Uhr und 15 Minuten gleich in ein paar Sekunden. So, hier ist noch ein bisschen Kardamom ins Getränk rein. Und dann noch dieses andere Zeug hier. Wow. Naja. So, das gibt auch wieder 3 Mützen. Auf die Mütze hier. Okay, okay. Und mein gelbes Mango-Dingensbums-Lassi ist hier fertig. Das muss erfrischend lecker sein. Und wir kriegen ein neues Rezept vom Arzt. Nein, hier von. So. Die sind gerade fertig mit Essen und gehen nach Hause oder in die Stadt, wohin auch immer. So, hoppala, hier ist ein Zaun im Wege. Moment, ich muss ja hier rum. Ich bin ja noch ganz neu hier, ne? Kann mich ja mal verlaufen. So, Vorsicht, nicht auskippen und auch nicht dafür sorgen, dass das Glas umfällt. So, heute ist es aber voll, ja, Halleluja. So, bitteschön, ihr Getränk. Und was kann man denn jetzt hier zubereiten? Einen sogenannten Hamburger oder einen Lachsbiegel, ja, ist egal. Heute machen wir noch hier einen Schießburger, der wird geschossen, nein, egal. Tomaten,
Jawohl, ich hoffe, du hast genauso viel Spaß hier an der Folge wie ich. Bei der Hitze, wobei ich weiß gar nicht, wie warm das jetzt bei dir gerade ist, wenn du hier gerade guckst. So, den Käse haben wir auch geschnibbelt. Vielleicht guckst du ja auch gerade im Winter, wer weiß das schon. Dann bin ich ja von dir aus gesehen. Hallo Kater. In der Vergangenheit, genau. Du bist jetzt aus meiner Sicht in der Zukunft. Und was bringst du die Zukunft? Hä? Auch nichts Besseres, ne? Ja. Hab ich mir gedacht. So. Wenn du denkst ja, da denkst du nur, dann denkst da, 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 da. Schau mir in die Augen. Und dann schau in mein Gesicht und so weiter. So. Ein bisschen Kräuter, ein bisschen Pfeffer und das Essen schmeckt da noch besser. So, klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Mützenmann. So, und jetzt hier Schnipp und Plipp und Plapp und Plapp. Und noch drei Tomaten drauf, also Scheiben, ein bisschen Zwiebeln, Salat und Oberteil drauf. So. Und fertig ist der Schießburger am Schießstand. Oder so. Okidoki. Wieder was zubereitet. Ist das schön hier. So, kriege ich mit dem Stück länger hier mein Ding da, mein irgendwas, Stabbalken, wie auch immer. So. Dann einmal nach oben, guck ich mal, warte mal. Hier ist im Moment so viel los, da komme ich halt total durcheinander hier. Da sind noch Kartons noch gar nicht ausgepackt. So, bitteschön, ich habe einen kleinen Umweg genommen. Ich will mich ja fit halten. So. Ja, hallo. Was hast du denn noch? Kollege, nein, warte mal, ich geh mal hier hin. Okay, er wollte ja was, der Michael. Wir haben immer mehr Gäste, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und so, ich habe das Gefühl, dass das Restaurant Daniela noch viel erfolgreicher wird. Ja, das glaube ich auch. Oh, hier, Toilette abräumen und Tischdecke putzen und so weiter. Alles mit meinen bloßen Händen. So, jetzt mache ich den hier noch. Und danach mache ich das ein bisschen vorspulen. Mir ist das jetzt doch ein bisschen zu warm. So, warte mal hier. Snabbidi snipp snabbidi bupp. Denn ich will ja noch was anderes machen heute. So, guck mal, wie schön ich das kann hier, was? Ein schönes Messer. So, dann wird noch ein bisschen Frischkäse da reingemacht. So. Weißt du was? Ich spule dich jetzt einfach mal vor, damit ich hier schneller zum Ende komme und dann, ja, mir ist es doch ein bisschen zu warm heute. Also. Ich sag da mal bis ein paar Sekunden, dann haben wir uns wieder. Bis gleich. So, was mit dir denn jetzt? Das Schnitzelrezept ist ein kleines bisschen schwieriger, aber du kriegst das sicher hin.
Es ist ein Fladenbrot mit Käse, ein Käsenaan. Das schmeckt ja bestimmt. Es schmeckt nämlich jedem. Okay, was Neues hier hat er auf Lager. Dann lass doch mal gucken, was wir da machen müssen. Ach, das ist ja wenig. Oder so. Erstmal Wiege, Wiege machen. Na ja, holt ein bisschen drüber. Wieder Wasser. Oh. Ne. So, 18. Und 60 Gramm Olivenöl. Aus dieser wunderschönen Olivenflasche hier. Oh, wieder ein bisschen zu früh. Okay, einer drüber, das macht nichts. Und Hefe, das ist echt wenig. Okay. Das ist gut geworden. Und das noch in die Schüssel. Und das auch noch. So, und wieder rühren. Und eine Richtung. Und wieder in die andere Richtung. Aber da. Da bin ich ausgeglitzt. Das war so glitzig hier in der Schüssel. So. Und jetzt muss ich hier wieder den Brot einschmieren. So, der Früchtkäse. Naja, das mag ich jetzt nicht so. Aber die welche, die das gerne mögen. Ich nicht. So, wow. Ein bisschen daneben. Ja, noch einer kommt. Boah, auf Null genau. Donnerwetter, ja. So. Und jetzt das Ganze in die Pfanne. Plapp, einmal gewendet. Sieht aus wie so eine Wurst. Runde Wurstscheibe mit Gesicht. So. Angebraten ist es auch nicht, das ist toll. Okay. So, gut, dann, wenn der jetzt nichts Neues sagt, mal gucken, dann spule ich dich gleich nochmal ein bisschen vor. Denn heute ist ja hier ein bisschen viel zu tun, finde ich. Bei der Hitze etwas zu viel. So, was hat er denn jetzt? Ich liebe Gewürze, nicht nur wegen des Geschmacks. Ist dir aufgefallen, dass meine Gerichte immer bunt sind und gut riechen? Ja, bunt und riechen wie meine Unterhose oder was? Das liegt nur an den Gewürzen. Haha. Ah ja. Oder bunt und riecht gut wie die Unterhose von Daniela da oder was? Hast du was Neues? Na, die Kekse müssen wir noch machen. Na gut, ich mach mal kurz vorspulen, ne? Sonst dauert das hier zu lange. Bis gleich. So, das Essen serviere ich jetzt noch und dann ist erstmal gut für heute. Mein Gott, haben wir heute gearbeitet, ey. Das ist unglaublich. Schade, dass man da nicht so Geld verdient. Das finde ich ein bisschen schade. Dass man dann mit Geld, das man bekommt, neue Sachen freischalten kann und neue Sachen kaufen kann, wie, keine Ahnung, neuer Herd, neue Pfanne und solche Sachen, aber naja, egal. So, ich mache hier noch mal kurz ein bisschen sauber und dann sage ich bei dieser Affenhitze, bei dieser Pizzahitze oder wie auch immer.
Mach dir einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du das hier guckst, gesehen hast. Und dann sage ich als euer Zelda-Fan, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, bye bye und ja, schön essen, ne? Bye bye.